Nicht viel. Was tun gegen Damp? Ausziehen! Ausziehen! Es wird ja auch nicht angezeigt, was jetzt nass ist. Und Unterhosen und Unterhemd kann ich nie ausziehen. Ja, ich glaube, es hat tatsächlich was mit dem Dings zu tun, mit dem Wasser. Gucken wir doch mal, was das Wörterbuch hergibt, wenn man nur Damp übersetzen will. Müllhalde. Ja, das ist... Damp, mit U. Ja, ja, ist mir gerade auch, ja. Durchnässt, angefeuchtet oder irgendwie sowas. Ne, durchnässt ist ja... Ist ja soaked. Geht die Straße eigentlich durch den Ort durch oder führt... Also nicht die Straße, sondern... Also Damp ist klamm. Klamm, okay. Klamm. Also nicht nass, aber auch nicht trocken. Ja, wenn es so trocken wäre, dann wird es da nicht... Ja, das geht direkt dadurch, das ist gut. Nicht, dass wir noch an dem Kaff vorbeilaufen, ey. Ne, die Straße... die Bahngleise. Schienen gehen direkt durch, ja. Ich glaube, ich sehe da auch schon was. Auf jeden Fall in der Stadt, da würde ich ein bisschen aufpassen. Dann. Nö, brauchst du nicht. Was? Aufpassen. Warum? Soll ich dir die Spielerliste vorlesen? Oh, cool. Aber dann, also wir wollten uns ja jetzt eh hier irgendwo hinlegen. Danach, beim nächsten Mal, müssen wir aufpassen. Da sollten wir uns eine Notiz schreiben, irgendwie. My body feels wet. Oh, mein Körper ist nass. Französisch. So. Würde ich sagen... I feel hungry. Kann man hier in dieses Holzhütchen rein? Das wäre perfekt. Darf ich nochmal schießen? Ja, gerne. Zack, in den Hals. Jetzt gucken wir mal, ob das Ding noch da... Ja, ich gehe mal schnell hin, bevor es weggeht. Nee. Ach, schade, das müssen die noch einbauen. Nee. Ja, so Kopf-Halspartie habe ich geschossen. Also hier liegt auch nichts. Ja, jetzt ist er weg. Da sind Autos. Da ist noch ein Zombie. Kofferräume aufmachen. Da sind schon wieder Schuhe drin. Hier sind auch Schuhe drin. Also hier nichts anderes drin als Schuhe? Ich will nicht nachladen. Wow, Zombie! Oh, ist der schnell, Alter! Hast du geschossen? Ja. Oh. Wir sind doch nur zu zweit, ruhig bleiben. Ja, aber ich vergesse das immer. Oh mein Gott, der Zombie schießt. Peng. Liegen da Sticks auf dem Auto? Ich nehme mal die Hiking Boots. Da liegen Sticks auf dem Auto. Direkt mal mitnehmen hier. Aber ich kann sie nicht mitnehmen. Warum denn nicht? Der will die nicht mitnehmen. Zack. Da, weißt du, wegen kaputtem... Dein Inventar ist kaputt. Inventar und so. Komm, lass jetzt schnell zur Dings noch gehen. Zum Polizei-Ding. Ja. Und dann, wenn wir dann nämlich das nächste Mal nochmal hier auf den Server kommen, sind wir erstens direkt da und zweitens können wir dann gucken, ob da noch was Neues ist. Okay. Weil jetzt ist ja eh keiner hier. Da sind wir schon mal auf dem PvP-Server und kein Mensch ist da. Ich finde das eigentlich ganz gut. Das Stell war, dir vor, es ist Krieg und keiner da? Geht hin. Genau. War das da? Ist kaputt. My body feels wet. Schön für dich. Meiner nicht. Naja, ich bin auch ziemlich trocken. Ist auch gut so.
Ich war zwar duschen, aber meine Haare sind auch schon wieder trocken. Oh, ich höre einen Zombie. Echt? Zumindest habe ich einen gehört. Ah. Oh. Wow. Die sind so schnell. Wehe, du erschießt mich, ey. Ja, ich versuch's zu vermeiden. Ich versuch's zu vermeiden. Was ist das denn für... Da kommt noch einer. Ey, das mit... Das müssen die echt mal ändern hier. Oh. Toll. Stellt sich die Frage, ob ich dich getroffen habe? Oder die Zombinette. Du hast Rex dabei? Ich hab Mullbinde. Okay. Rex habe ich keine mehr, aber Mullbinde. Und jetzt erstmal ganz wichtig ins Grafikmenü. So. Oh Mann, das ist schon wieder alles so schwarz-weiß hier. Okay. Sind ja gleich da schon, glaube ich. Da vorne steht zumindest mal ein Auto. Mhm. Können wir auch mal reingucken? Wo? Nix. Oder? Da liegt eine Dose und irgendwelche Munition. Punkt 22. Da ist sie, die Polizeistation. Was ist denn für eine Dose? War das was zu essen? Nee, ich glaube was zu trinken. Schuhe und Punkt 45 Munition. Ich gehe schon mal rein. Ne? Mach das. Finde ich wieder die tollen Sachen. Schuhe und 7,62 mal 51. Habe ich mal mitgenommen. Hoffe ich doch mal, dass er das mitgenommen hat. Ein Anglerhut oder sowas. Das laggt gerade wieder ein bisschen bei mir. In dieser tollen Stadt. Irgendwie. Ich gehe schon mal eins nach oben. Ja, ich auch. Ein Buch. Was ist das? Zu trinken, aber können, kipp ich mir mal rein. Was hast du? Amphibia S. Was ist das denn? Eine Pistole. Ist aber auch neu. Oh, die er nicht nehmen kann. Ich glaube, es brennt. Ich glaube, es brennt. Ah, jetzt hat er sie genommen. Karte. Was für ein Kaliber hat denn das Teil? Punkt 22. Ja, dann weißt du ja, wo du deine Munition herkriegst. Ne? Draußen aus dem Kofferraum. Nicht los. Was ist das denn? Reis. Rein damit. Es gibt Reis. Ja, ungekochter Reis. Njam, njam, njam. Der schöne Magen aufgeht. Ach, meine Riders Jacket ist ruined. Oh. Wenn das so ist, werde ich mich mal von dieser verabschieden. Och, Mann. Die war so toll. Ja, ja. So. Jetzt habe ich einen grünen Regenmantel an. Achso, ich war am Reis essen, genau. Was habe ich denn jetzt gerade nochmal gemacht? So, mein Hunger ist weg. Bist du hungrig? Nein, gerade nicht. Ist es dunkel? Es wird dunkel. Okay. Sollen wir dann hier auf dem Dach liegen? Ja, bleiben? Das habe ich mir jetzt nämlich auch gedacht. Gedacht. Gedenkt. Nee, mein Inventar ist einfach schlichtweg kaputt.
Ja, das hatte ich auch das Problem. Da funktioniert dann entweder nur noch unten rechts das eine Kästchen vom Inventar oder halt, ja. Aber beim Neustart müsste es dann eigentlich wieder gehen. Und so, ich schreibe mir jetzt mal auf, was wir in der nächsten Folge, sag ich jetzt mal, vorhaben. Und zwar erstens mal Feuer machen. Also wir Ich habe brauchen Feuer gemacht. Feuer machen. Dann wollen wir wollen zum Airfield. Ja, um uns noch bessere Waffen zu holen. Genau. Apropos noch bessere Waffe, ich teste jetzt mal die Dings aus, diese Amphibia S. Aber nicht auf mich schießen. Nö, nö, das habe ich nicht vor. Ist die leise. Ich glaube, wenn ich da noch einen Schalldämpfer drauf mache, hört man sie gar nicht mehr. So. Was haben wir denn noch vor? Leute töten? Ja, Leute töten. Ja, aufschreiben brauche ich das ja nicht. Das wissen wir eigentlich. Also ich habe jetzt eigentlich nur Feuer machen und Airfield aufgeschrieben. Ja, mehr. Hast du geladen? Ja, mehr brauchen wir ja eigentlich nicht machen. Nö, ich glaube, mehr muss nicht getan werden. Okay. Dann. Okay. Also ich freue mich schon aufs Airfield. Ja, ich habe da nicht ganz so ein gutes Gefühl dabei, Ja, aber. aber ich freue mich schon mal drauf. Ist da noch irgendwas, was da auf dem Weg liegt? Irgendwas Tolles? Also wir können ja. Ich sehe das hier nur so gerade. Da ist nämlich noch ein Shop und ein Feuerwehrgebäude. In Krasnostav ist auch noch eine Polizeistelle. Das ist alles da in der Ecke. Ja, dann sollen wir aufschreiben, markieren. Ach ja, genau. Also das haben wir vor. Wie soll ich das? Das hat keinen Namen, das Kaff. Da ist ein Shop. Über Airfield. Shop und Feuerwehr. Und dann halt das Airfield und dann nach Krosnostav zur Polizei und Shop. Das hört sich mal nach einem Plan an. Ja, ich glaube, damit haben wir dann auch die 2 Stunden voll. Ja. Und dann auch endlich mal was getan und nicht nur Hoffentlich. irgendwo runterfallen. Ja. Gut. Dann hoffe ich, dass euch diese ja, Aufnahme diesmal gefallen hat. Ich hoffe, dir hat das auch Spaß gemacht irgendwie. Ja, natürlich. Ich stürze mich gerne irgendwo runter. Ja, super. Ich warte auch gerne, bis du wieder da bist dann. Ja, das kannst du ja dann eventuell verkürzen, dann Ja, ich könnt's. bei der Nachbearbeitung vielleicht. Aber das Nö, wirst du ja dann ich lasse sehen. das drin. Nö, das sollen sie sich alle angucken. Ja. Yay! Genau. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss! Ciao.